Hallo Minecraft-Freunde! So, ich hoffe, ihr habt alle den ersten Part von diesem, den ersten Teil von diesem dritten Part gesehen. Und hier ist dann auch schon der zweite Teil. Und der hier sollte auch resettet sein. Dann machen wir das einmal manuell noch. Jetzt warten wir kurz. Wobei wir in der Zwischenzeit uns hier noch eine Kleinigkeit hinbauen werden. Oh, Moment, das machen wir uns jetzt auch wieder einfach. Ich möchte jetzt nämlich gleich nicht beigehen und ständig so viele Knöpfe drücken. Füll mir deswegen diesen Bereich ein bisschen mit Smooth Quarz aus. Jetzt suche ich mir noch meine Resets, dass ich weiß, wo die sind. Da mache ich ein Loch. Da mache ich ein Loch. Dann mache ich hier den Knopf weg, setze mir einen Verstärker. Und hier den Block lassen wir am besten stehen. Und jetzt nehmen wir jedes zweite Bit und setzen uns erstmal einen Verstärker hin. So, das gleiche machen wir hier. Auch hier neben dem Reset. So. Hier kommt der Block wieder hin. Ich mache jetzt nur jeden zweiten Bit einmal, damit wir die ganze Anlage überprüfen können. So, jetzt ziehe ich mir hier das alles raus. Einmal hier rüber. Die Resets habe ich mir gemerkt, weil ich ja maximal 15 Blöcke weit ein Signal transportieren kann. Und deswegen setze ich hier nochmal einen Block, einen Verstärker und ziehe hier nochmal eine Leitung rüber bis hierhin. Hier nochmal einen Verstärker. Mach hier. Und da setzen wir uns noch ein Knöpfchen drauf. So. Und dann können wir gleich die ganze Anlage hier mit testen. Denn wir wollen jetzt ja die Gruppen kodieren und verhindern, dass uns dabei irgendein Signal irgendwo anders verloren geht. So, jetzt testen wir einmal die ganze Geschichte. Das heißt, ich schicke hier das Signal einmal rein. In der Zwischenzeit kopiere ich mir das hier. Diesen Block aus, das heißt, diesen Knopf nehme ich einmal kurz weg. So. So war das nicht geplant. Ich wollte da wieder rein. Wenn ihr die mittlere Maustaste drückt, könnt ihr das auswählen, was ihr gerade anguckt. So, wir sehen jetzt, überall sind die Lampen angegangen, wo die Verstärker das Signal reingeschickt haben. Das hat wunderbar geklappt. Und auch in dieser Gruppe ist genau dasselbe Signal, so wie hier und hier. Wir kriegen zurzeit in jede Gruppe dasselbe Signal. So, das wollen wir ändern. Und das machen wir folgendermaßen. Erstmal kopiere ich mir das hier rüber, dass wir auch jedes Signal überprüfen können. Na, heute bin ich aber nicht ganz bei der Sache. Ich habe die zweite Position nicht gespeichert. Das machen wir noch schnell. Jetzt aber, das wird jetzt hier noch eingefügt, einmal, ich zähle hier 6 Blöcke weg, weil das der Abstand, den ich gerade gebaut habe, füge die ganze Koordinate nochmal ein und mache das hier drüben ein letztes Mal. So, jetzt können wir auch direkt mal überprüfen, ob die Leitung auch in beide Richtungen funktioniert. Das heißt,
ich gebe jetzt erstmal hier wieder das gleiche Signal drauf. Das Signal ist drinne, wird jetzt verarbeitet. Wir sehen, die Maschine startet und hier läuft das jetzt los. Muss ich mir das hier noch einmal genau angucken. Das sah aus, als würden die ersten zwei Kolben gleichzeitig hochlaufen. Nein, okay, wunderbar. So, und dann hat er das auch schon hier alles ausgeschaltet. So wie jetzt auch in dieser Gruppe. Und auch hier. Und auch hier. Ihr seht, das läuft alles ohne Command-Blöcke einwandfrei in beide Richtungen über eine Leitung. So, welche Möglichkeiten haben wir jetzt, um die Gruppen zu kodieren? So, der erste Punkt ist, wir haben hier diese Verstärker. Hiermit wird ja bestimmt, wann diese Kolben hochfahren. Also haben wir hier schon mal die Möglichkeit, sozusagen den Startzeitpunkt der Maschine zu verzögern, indem wir diese Verstärker etwas verstellen. Der nächste Einstellungspunkt sind diese zwei Verstärker. Mit denen können wir quasi nochmal verzögern vom Maschinenzeitpunkt, wann der Start ist, bis zum Reset zuerst und dann, wann das erste Signal losläuft. Und das gleiche natürlich nochmal hier hinten. Wenn das Signal einmal durchgelaufen ist, dann kann man hier nochmal verzögern, wann der Reset dann letztendlich wieder ausgeführt wird. So, wir fangen am besten an. Wir lassen die erste Gruppe auf hier auf der Einstellung 1, stellen die hier alle auf die Einstellung 2. So, jetzt stellen wir diese hier auf die Einstellung 3. Und natürlich dann auch gleich die letzte Gruppe auf die Einstellung 4. Das ist ein bisschen Arbeit, aber dafür läuft dann die Maschine auch wirklich sauber nachher. So, das ist der. Wenn wir das hier fertig haben, dann machen wir genau die umgekehrte Kodierung in die andere Richtung. So. So, das heißt, diesen hier lassen wir auf Einstellung 1. Den stellen wir auf Einstellung 2 hier. Und hier hinten auch. Den stellen wir auf Einstellung 3. Und auch hier hinten. Und den hier auf Einstellung 4. Und den hier auch auf Einstellung 4. Und dann haben wir es schon geschafft. So, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, werden wir sehen, dass in den anderen Gruppen, dass die zwar starten, aber dass die Bit-Abfrage hier jetzt einfach zu einem völlig anderen Zeitpunkt stattfindet, so dass diese hier sich nicht entladen können. Wir sehen zwar, die fangen hier an sich zu entladen, jeder zweite Strang, aber dann kommt sein Schlussbit und lädt alle Kondensatoren wieder auf. Der hat hier jetzt alles durchgeschaltet und hier ist nichts passiert. Das überprüfen wir jetzt noch einmal hier. Wir sehen, auch hier die Maschinen laufen, die jetzt nicht, aus dem einfachen Grund, weil das Startsignal nicht gereicht hat. So, das ist aber auch nicht tragisch. Wir sehen, das hat funktioniert.
Jetzt machen wir das gleiche noch einmal hier. Wir prüfen jede Gruppe einmal so durch, ob wir auch keine Fehlsignale kriegen. Sprich, dass hier nicht irgendwas sich zuschaltet oder dass irgendeine andere Gruppe sich ja, irgendwas abschaltet. Ja, oder ein Signal oder ein Reset. Und glaubt mir, bis ich diese Einstellung rausgefunden habe, das hat verdammt lange gedauert. Ihr könnt gerne noch versuchen, andere Kombinationen zu finden. Das war letztendlich die einfachste Kombination, die ich gefunden habe und die am sichersten ist. Es war, ja, das war wirklich der schwerste Teil, dass ich die vier Gruppen so kodiert bekommen habe. So. Und wir sehen, hier hat es alles sauber geschaltet. Hier sind auch noch alle Signale genauso, wie wir sie haben wollen. Und auch hier sind diese Signale die gleichen. So, hier ist er noch am fleißig am Dekodieren. Das hat sich jetzt aber gerade erledigt, wie wir oben an den Kondensatoren sehen. Ist dazu geschaltet und die ganze Sache ist sauber. So. Nun wollen wir das natürlich auch noch austesten, ob das auch dann wirklich mit der Gruppe funktioniert noch. Dafür habe ich hier drüben mal was vorbereitet. Wir setzen uns jetzt hier, habe ich diese vier Gruppen schon mal eingesetzt und auch entsprechend kodiert. Ich habe sie farblich noch nicht markiert, aber diese Gruppe arbeitet mit dieser Gruppe zusammen. Diese Gruppe arbeitet mit dieser Gruppe zusammen und diese Gruppe arbeitet mit dieser Gruppe zusammen und natürlich, last but not least, diese Gruppe mit dieser Gruppe. So, nun ziehen wir uns noch hier die Leitung einmal rüber. Baue ich jetzt einfach erstmal hier einmal rüber. Könnten wir hier die Fluggeschwindigkeit mit der Baugeschwindigkeit anpassen, dass man nicht so schnell wegfliegt. So, wir sehen, das ist schon einiges an Strecke hier. Wir kommen also hier an. Das mache ich hier noch mal ein bisschen weg, weil ich mir hier noch mal mein Signal mit meinem Verstärker raushole. Hier baue ich die schmale Version davon einmal auf. So, hier noch ein Verstärker, kommt hier Verstärker, Komparator aktiviert, Verstärker, Verstärker, Redstone, Verstärker auf Stufe 2, Verstärker auf Stufe 2 und die ganze Sache ist fertig. So, jetzt sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Blöcke hin. So, Verstärker. Hier noch ein Komparator. Noch eine Redstone-Line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann kommt das gleiche hier nochmal. So. So. So, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jetzt müssen wir das Ganze hier noch einmal hinbauen. So, habe ich mich hier drüben nicht verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Passt, wunderbar. So. Auch da vorne, das überprüfen wir gleich einfach nochmal mit einer Fackel.
damit wir wissen, dass wir auf der sicheren Seite sind. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Verstärker. Und die ganze Geschichte muss man dann tatsächlich, wenn man das Signal über eine Leitung schicken will, alle 14 Blöcke wiederholen. Ich könnte das jetzt hier wahrscheinlich auch wieder klonen. Das werde ich vielleicht auch mal machen. Und zwar von dieser Position. Bis zu dieser Position. Moment, wo habe ich angefangen? Hier habe ich, glaube ich, angefangen. Ich fange nochmal von hier an. Das gefällt mir ein bisschen besser und macht mir die Sache einfacher. So, bis hierhin. So, jetzt können wir die ganze Geschichte hier einfügen an dieser Stelle. Zack. Oh, nein, ich habe mich tatsächlich jetzt um eine Stelle vertan. Wir müssen hierhin. Weil wir von dieser Seite, jetzt gucke ich gerade keinen Block an, deswegen kriegen wir keine Koordinate. Da haben wir sie. Wir löschen die letzte Koordinate und fügen das jetzt hier ein. So, das sieht doch schon besser aus. Diesen Teil hier können wir jetzt wieder löschen. Dann setzen wir uns hier wieder einen Block hin. Fügen die Koordinate ein. Jawohl. Setzen uns hier wieder einen Block hin. Fügen uns hier wieder die Koordinate ein. Und das könnte gut sein, dass das hier jetzt die letzte Koordinate ist, die wir hier eintippen. Wunderbar, das hat hier vielleicht gereicht. Ich werde sicherheitshalber hier noch einmal das einfügen, weil ich ja weiß, dass dieser Filter definitiv die Strecke mir liefert. So, weil der Verstärker hat hier auf jeden Fall die Signallänge. So, das war's jetzt mit dem zweiten Teil. Weiter geht's im dritten Teil.